Völlig durchgeknallte Kandidaten. Was ist denn hier los? Power! Sind Sie dein Ernst? Money and power! Also, boah, ihr alter Schwede. Geh, ich mach nicht mehr mit. Erstaunlich sexy Auditions. Let's go. Und noch ganz viel mehr, all das gibt es in der 21. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Und wenn ihr meinen Kanal schon länger kennt oder DSDS, dann wisst ihr wahrscheinlich, ich bin ein riesengroßer Fan und ich freue mich extrem auf diese Staffel, die auch wieder einiges Neues bietet. Und ich werde sie kommentieren, parodieren und analysieren. DSDS im Europapark. Was soll das denn da? DSDS 21, ohne Altersgrenze. Ich bin 64 Jahre jung. 81. 92,5. Was? Hallo, ich bin Alex. Mein großer Traum war früher immer, neben Dieter Bohlen in der Jury zu sitzen. Aber mittlerweile ist Dieter so alt, dass ich nicht mehr ganz dran glaube. Aber egal, dafür kann ich es euch jetzt zeigen. Falls ihr es übrigens in voller Länge sehen wollt, und das lohnt sich in diesem Jahr besonders, denn ich kann euch aus Zeitgründen immer nicht alle Auditions zeigen, die sind aber irgendwie alle wirklich gut, dann könnt ihr euch das natürlich auf RTL Plus anschauen. Dort sogar schon vor TV-Ausstrahlung. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal mit dem ersten Kandidaten an. Sorry für den langen Satz. Und der ist krass. In wirklich absolut jeder Hinsicht krass. Hamburg ist für mich meine Heimat. Das ist meine Stadt und hier fühle ich mich zu Hause. Ja, Hamburg ist auch wirklich schön. Also es gibt da verhältnismäßig schlecht gelaunte Menschen, aber einen sehr schönen Hafen. Da sind aber die Möwen wiederum ziemlich gefährlich. Oh, Scheiße! Gut, jetzt kommen wir aber mal wieder zurück zum Kandidaten. Der ist ein bisschen älter, wir haben ja vorhin schon gehört. Das ist aber kein Problem, denn dieses Jahr gibt es überhaupt keine Altersgrenzen mehr. Sogar ich dürfte mitmachen, das soll schon einiges heißen. Vorstellen muss er sich aber natürlich trotzdem noch. Ich bin Nissim, ich bin Vater von 3 Kindern und habe eine Bar, die heißt Liebling. Und ich persönlich muss sagen, ich finde, er hat eine mega geile Stimme und irgendwie passt das perfekt zu einer Bar. Auch wenn es ein bisschen den Eindruck macht, als hätte er 80% der Erzeugnisse seiner Bar immer selber getrunken. Jägermeister! Ist aber ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und er nutzt seine Bar übrigens in erster Linie gar nicht als Bar, sondern als Studio. Hä? Tagsüber sitze ich bei mir in meiner Bar, die hat geschlossen. In einem Fenster, da baue ich mein Studio auf und singe dann auf TikTok live Konzerte, so 3, 4, 5 Stunden jeden Tag live. 'Cause I'm TNT. Das Feedback ist sehr gut, weil die meisten, die das erste Mal mir zugehört haben, kommen jeden Tag wieder. Ich verstehe nur nicht, warum hat er denn dann eine Bar und warum macht er einen Livestream hinter so einer Scheibe? Ey, warum, weiß ich nicht, dann kann er doch gleich ein Live-Konzert geben. Aber ich habe tatsächlich noch nie von ihm gehört, bin aber manchmal auf TikTok unterwegs. Da hat der doch bestimmt nicht so viele Zuschauer, oder? Im Durchschnitt schauen wir da, wenn ich da so 6 Stunden mache, so 10 bis 30, 40, 50.000 Leute mittlerweile zu. Ja. 10 bis 50.000 Leute im Livestream? Alles klar, das ist quasi der neue Montana Black, der ein bisschen an mir vorbei gegangen ist. Aber okay, ist auf jeden Fall cool. Und ich sag's nochmal, er hat eine geile Stimme. Gleichzeitig ist er aber auch auf so eine mittel-unsympathische Weise ein bisschen arrogant, oder? Ich bin hier nicht hergekommen mit der Einstellung, dass ich verlieren möchte. Ich muss sogar früh aufstehen, das ist alles nicht meine Zeit hier. Also muss da auch was passieren. Keine Angst, bei Dieter passiert immer was. Genauso wie beim Rest der Jury, der übrigens in der ersten Folge einfach gar nicht vorgestellt wurde. Also da sind Pietro Lombardi, okay, den kennt man eigentlich. Loredana, ja gut, die kennt man eigentlich auch. Und Beatrice, ja gut, die kennt man eigentlich auch. Okay, insofern muss man die Jury wahrscheinlich nicht nochmal vorstellen. Aber jetzt ist es auch soweit. Der allererste Kandidat in dieser neuen Staffel steht vor der Jury. Und alter Schwede, ich muss es nochmal sagen, ich habe sogar ein bisschen Gänsehaut. Ich habe richtig Bock. Wer bist du? Wie heißt du? Wo kommst du her? Du bist aber neugierig. Ja klar. Ich bin Nissim, komme aus Hamburg. Wie alt bist du? 30. Mal 2. 60. Oh. Was? Cool. Naja, lustig ist er ja, aber ich muss immer noch sagen, gleichzeitig auch so ein bisschen arrogant. Und ich frage mich immer noch, kann der jetzt gut singen? Oder hat er 50.000 Zuschauer, weil er so schlecht ist? Naja, auf jeden Fall hatte er, wenn man so möchte, schon mal eine Musikkarriere. Und zwar im zarten Alter von 15 mit Udo Jürgens. Und er hatte zu mir gesagt, ey, besuch mich im Studio. Und das habe ich gemacht. Er hat sich ans Klavier gesetzt, ein bisschen gespielt. Ich habe gesungen und er hat gesagt, dich finde ich geil. Hast du nicht Lust, mit mir eine Platte zu machen? Da war ich 15 und das haben wir dann gemacht. Der Song hieß Englandfähre. Oma,
3 Platten haben wir gemacht miteinander und dann haben sich die Wege irgendwann getrennt. Schade, ich muss sagen, ich kenne die Songs tatsächlich überhaupt nicht. Falls mein Cutter Langeweile hat, sucht er uns die jetzt mal raus. Falls er keine Langeweile gehabt haben sollte, dann habe ich jetzt die ganze Zeit einfach nur blöd dahin gezeigt und es ist nichts passiert. Und dann kommen wir mal direkt wieder zurück zu seiner Audition. Gleich gibt es dabei nämlich ein großes Problem. Hier ist ja kein Ständer. Ich suchte einen, um das hinzustellen. Ich dachte, hier wäre einer. Mit Ständer kenne ich mich aus. Ja. Echt? Das stimmt, denn Pietro hat angeblich mittlerweile seinen Ständer nicht nur hinter sehr viele Frauen hinter den Kulissen gesteckt. Also, das munkelt man. Ich ehrlich gesagt hoffe und glaube nicht daran. Und damals, 2011, als er berühmt geworden ist, hat auch alles mit seinem Ständer angefangen. Ich bin jetzt echt richtig, richtig froh, hier zu sein. Seit 12 Stunden mit dem Ständer hier. Entschuldigung. Nein, man kann sehr stolz auf sein, wer hat schon 12 Stunden Ständer. Das stimmt, aber jetzt möchte ich nicht mehr über Ständer reden, sondern lieber über Nissens Gesangskünste. Und irgendwie, kennt ihr das? Also manchmal weiß man bei DSDS ja schon, okay, der Kandidat kann jetzt gut singen, der Kandidat kann jetzt schlecht singen. Eigentlich würde ich sagen, von seiner Stimme her, er kann gut singen, aber von seiner Attitüde her, er ist eine Vollkatastrophe. Das ist Hardcore und ich habe mich nicht mal richtig einsingen können hier, schwierig. Ja, aber das würde ich unheimlich gerne hören. Ja, aber nicht als erstes. Erstmal muss ich meine Stimme hier mal finden. Du machst das Kommando hier, gell? Ja, dann bin ich gespannt, ob er seine Stimme findet. Und ich spoiler an dieser Stelle schon mal, damit du im Zweifel ein bisschen was an deiner Lautstärke hin und her regulieren kannst. Er ist gut, aber auch ein bisschen anstrengend. I give you all my love, babe. One more can I do? I'm walking. Also ich persönlich habe eine Menge gehört und es hat mir gut gefallen und ich muss auch sagen, wenn der liebe Gott bei mir eine Sache verkackt hat, dann ist es meine Gesangsstimme. Claudia, du bist der einzige Stern für mich. Wisst ihr was, wir machen einen Deal. Wenn irgendeines meiner DSDS-Videos in diesem Jahr über 500.000 Klicks kommt und ja, das kann durchaus passieren, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dann werde ich ganz am Ende, also nach dem Finale sozusagen, einmal eine Minute lang was für euch einsingen. Und mir fällt gerade auf, das wollt ihr wahrscheinlich gar nicht und ist eine Drohung, oder? Egal, kommen wir zurück zum Kandidaten. Jetzt hast du dich hoffentlich eingesungen, ne? Hoffentlich, aber es ist zu leise, so kann ich gar nichts hören, was da passiert so. Ja, kein Problem, da sind doch Leute, die machen das bestimmt und ja, die machen das dann auch tatsächlich. Aber seine Stimme war eben schon richtig gut, ne? Also wenn er jetzt eingesungen ist und er hört noch das Playback, dann wird's bestimmt richtig großartig. Okay, aber bitte das Playback ein bisschen lauter, weil sonst höre ich mich nicht. Ihr schreit euch schon an, das wird super. Okay, versuchen. Jo, jo, jo. Nicht das Mikro leiser, Playback lauter. Sekunde, Nissim, wir bauen eben noch ein paar extra Boxen auf für einen richtig schönen Wumms. Wisst ihr, was übrigens, glaube ich, noch ein beschissenerer Job ist als RTL-Praktikant? Da muss man ja unter anderem so die Spiele fürs Sommerhaus testen oder so. Falls du die erste Folge nicht geguckt hast, die war übrigens sehr gut. Aber ich glaube, wenn man dann auch noch RTL-Praktikant bei DSDS ist, ist es noch ein bisschen schlimmer, weil da muss man ganz viele Sachen schleppen, wird absolut nie gezeigt und meistens wird man vor dem Auslandsrecall gefeuert, weil da sind die Leute im Ausland dann günstiger. Naja, egal. Jetzt endlich los, ich will ihn nochmal singen hören. I could hardly believe it when I heard. I had to come and get it straight from you. Said you were leaving, someone swept your heart away. Und ich muss echt sagen, genau für sowas lieb ich diese Sendung. Ich weiß, die Gewinner werden mittlerweile meistens nicht mehr super populär oder so. Aber gerade die Castings, die sind einfach immer so großartig. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut. Ich liebe diese Momente und dann wird es noch ein bisschen intensiver, weil das ist wirklich der allererste Kandidat in diesem Jahr vor der Jury. Und Dieter macht was, was eigentlich immer erst viel später kommt. Direkt im Stadion-Recall. Bam, der erste Kandidat
ist gleich mit der goldenen Schallplatte weiter, die irgendwie je nach Lichteinfall die ganze Zeit eher so aussah, als wäre sie nur noch aus Silber. Wahrscheinlich hat RTL Geld gespart. Und das freut mich tatsächlich sehr. Und ihr habt schon gehört, das Recall ist dieses Jahr in einem Stadion. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und er ist damit der älteste Kandidat aller Zeiten, der das geschafft hat. Ja gut, ist auch kein Wunder. Ist halt immer noch der erste Kandidat der Staffel ohne Altersbeschränkung. Egal. Aber für mich ist so schön, weil viele so vorher gesagt haben, ja, die älteren Leute, was brauchen wir die hier bei DSDS und Pipapo? Ich habe mich ja gar nicht angemeldet. Lass darf ich auch mal was sagen, Mensch. Meine Tochter, Scheiße, ja. Lass die nehmen jetzt erwachsene Jungs hier. Nein, aber du hast so gezeigt, dass es einfach Sinn macht, ältere Leute hier auftreten zu. Unbedingt. Geil, ich bin schon mega hyped. Ich hoffe du übrigens auch auf den Rest der Staffel. Dann würde ich mich jetzt nämlich freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Und seit heute, ich nehme es gerade auf, als das passiert ist, darf ich es endlich sagen, wir sind jetzt auf dem Weg zu den 500.000 Abos. Und wenn ich das irgendwann nochmal schaffe, dann passiert irgendwas Großartiges. Ob jetzt was Großartiges passiert, ist eine ganz andere Frage, denn meistens gilt ja bei der DSDS großartiger Kandidat, nicht so guter Kandidat. Hi! Hallo! Hallo! Ja, ich bin Lisa, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Mainz-Bischofsheim. Ja, bitch, I said what I said. Ja, das ist Lisa. Und Lisa hat zwei besondere Eigenschaften. Also zum einen schreit sie ein bisschen und zum anderen hat sie eine echt etwas anstrengende Stimme. Lisa, kannst du bitte die Klappe halten? Hey Leute, ich mach mit bei DSDS dieses Jahr. Und es wäre schön, wenn ihr mich vielleicht einfach mal so ein bisschen mir zuguckt. Und wenn ihr Bock habt, feuert mich einfach an. Okay, Lisa, wenn wir Bock haben, dann feuern wir dich jetzt mal alle gemeinsam an. Ich guck mich mal um, ob irgendjemand Bock hat. Ich frag sicherheitshalber auch nochmal diesen Bauzi. Nein, keiner hat Bock, du musst jetzt trotzdem singen. Wow, das war ja wirklich schrecklich. Und manchmal fragt man sich, naja, vielleicht hat die ja ein Gehörproblem und dachte deswegen, sie wäre eine gute Sängerin und ist dann dahin gekommen, um sich eigentlich nur lächerlich zu machen. In diesem Falle liegt es allerdings an ihrer Family. Ich weiß gar nicht, ob der Typ ihr Freund oder ihr Bruder ist. Ich hoffe ehrlich gesagt ihr Bruder, weil dann sieht er sie nicht ganz so oft und muss sie auch nicht ganz so oft hören. Und die sind wirklich der Meinung, die ist gut. Vielleicht haben die ja das Gehörproblem. Super. Also sie kann alles singen, sie kann alles tun. The boy said, every time you see I look good. Also hier Familie, ne? Nur um jetzt nochmal ganz sicher zu gehen. Also ihr habt das jetzt ja die ganze Zeit gehört. Und ihr seid wirklich der Meinung, das ist gut, oder? Weil wenn ihr wirklich dieser Meinung seid, dann setze ich euch ganz oben auf die Liste für eine Ohrentransplantation. Verrückt. Und ich sag's mal so, das Juryurteil ist genauso ausgefallen, wie ich es auch formuliert hätte. Wobei ich euch mal alles, was ihr gleich hören werdet, mal ganz kurz vorwegnehme und es einfach mit einem Wort umschreibe, was das, finde ich, auf so eine poetische und trotzdem passende Weise zusammenfasst. Scheiße. Mit Musik relativ wenig zu tun. Das wird nichts. Hobbymäßig kannst du das machen, aber für die Bühne ist das nichts. Ich fand's gar nicht gut. Da hilft auch kein Autotune mehr. Da macht er nur noch rot, zeigt er rot an und weiß nicht mehr, wo er welchen Ton. Du kannst wirklich nicht singen. Das ist hilflos. Vielleicht gibt es nicht Menschen in deinem Umfeld, die ehrlich mit dir sind. Finde ich aber gut, dass das sicherheitshalber nochmal gesagt wurde. Na gut, jetzt hatten wir einen guten alten Kandidaten, einen schlechten Jungen. Dann brauchen wir jetzt also entweder einen schlechten Alten oder eine gute Junge. Mal gucken, was RTL sich für uns ausgedacht hat. Hey, was geht, alle? My name is Tonika. Ey, meine Nails, mein Lipgloss. Also ich mache nicht viel, jeden Tag aufstehen. Toll. Hey, aufstehen ist auch gar nicht so leicht. Ehrlich gesagt tue ich mich damit auch immer noch schwer. Ich weiß gar nicht, seit meiner Dschungelzeit habe ich irgendwie immer noch ein krasses Schlafdefizit. Aber das macht sie vielleicht jetzt zur perfekten Rapperin. Wobei man auch sagen muss, Rapper, ja, da braucht man auch noch eine problematische Kindheit. Hast du da was zu bieten? Problemkind war ich mal, wo ich kleiner war. Da war ich ganz schlimm. Also ich war ein bisschen... Schraubenlocker, weißt du? Jetzt bin ich das scharfe Schwarz, würde ich behaupten. Ja, das scharfe Schwarz. Wer kennt es nicht? Früher war sie allerdings leider nicht das scharfe Schwarz, sondern noch das schwarze Schaf. Und sie war tatsächlich schon mal vor erstaunlich vielen Jahren bei DSDS. Und ich sag's mal so, wenn sie noch genauso gut singt wie damals, dann möchte ich jetzt eine Ohrentransplantation, bitte. Ich bin hier ganz oben, hochmotiviert. Ich bin da vorne, denn da vorne. Bring me.
Und das Krasse ist, normalerweise kann man, glaube ich, gesangstechnisch natürlich besser werden, aber man kann ja normalerweise kein Universum besser werden und das müsste sie in dem Falle. Allerdings hat Donika sich diesmal was von Nina Schuber ausgesucht und vielleicht lag es ja damals wirklich eher an der Art der Musik, die sie gemacht hat. Noch habe ich ein ganz kleines bisschen Hoffnung. Du weißt, wie das geht mit diesen Steuern und Finanzen. Hast von jedem gut laufenden Unternehmen Aktien, kriegst alles geschenkt, kriegst alles hin. Bis Weihnachten nicht zerrissen, weil deine Eltern noch zusammen sind. Und ich weiß gar nicht. Also man sah es jetzt schon an dem Gesichtsausdruck von Loredana. Ich fand es viel besser, als ich erwartet habe. Nur gleichzeitig habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass sie irgendwie komplett ihren eigenen Song macht. Aber das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, oder? Und ich glaub, ich hasse dich. Deine Frise, dein Charme, deine fette, fette Karre und die Art, wie du sie packst. Mann, ich hasse dich. Wieso kommst du so gut an? Ich glaub, ich hasse dich. Ja, das singen meine Hater auch immer. Nein, aber mal im Ernst, ich fand das echt gar nicht so übel. Also vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen komisch oder so. Das könnt ihr mir wie immer sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin eh sehr gespannt, was ihr über die verschiedenen Menschen so denkt. Aber ich fand's echt nicht so übel. Dieter, wir sind ja meistens ein Herz und eine Seele. Was sagst du? Weißt du, die Melodie geht ganz anders. Du warst nie im richtigen Song. Die Melodie ist völlig, völlig, völlig. Du kannst ja anmelden bei der GEMA als deine Nummer. Wie bitte? Er hat gesagt, du kannst das als deine eigene Nummer. Ach so, du hast es inhaltlich nicht verstanden. Naja, er meint, war ganz okay, aber jetzt auch nicht so großartig. Trotzdem durfte sie dann nochmal was anderes singen und ich verstehe das gar nicht. Also wenn die vor 4 Jahren war, das glaube ich, so scheiße war, warum kann die jetzt plötzlich singen? Kann ich das auch lernen? Werd ich vielleicht irgendwann nochmal Superstar? Ich bin ein kleiner Wauzi und ich sag's dir ins Gesicht. Ein Rapper wird aus dir ja ohnehin niemals nicht. You and I, you and I. Like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy when you hold me. Ich muss nochmal sagen, ich liebe DSDS einfach. Keine Ahnung, ich sitze hier die ganze Zeit mit der Gänsehaut und irgendwie ist das für mich so ein absolutes Wohlfühlformat. Und ich wünsche ihr jetzt tatsächlich, dass sie weiterkommt, weil die in dem Stadion, ja, Loredana, mach doch mal irgendwas. Bei mir hätte es schon mit dem ersten Song gereicht, weil ich finde, du hast einfach das verfickte Komplettpaket. Lala, ich küsse dein Auge. An dieser Stelle übrigens auch generell mal ein Lob für die Jury. Ihr wisst, ich habe mich in den letzten Jahren häufiger über die Jury aufregen müssen, weil die sich unter anderem auch die ganze Zeit gestritten haben. Bisher klappt das aber alles ganz gut. Man muss in diesem Falle nur sagen, Loredana sagt ja, Dieter sagt vielleicht nein oder doch ja. Jetzt seid mal einig hier, los. Trotzdem muss man ja einen Künstler darauf aufmerksam machen, wenn die einige Tönchen nicht stimmen. Aber trotzdem würdest du von mir auch ein Ja kriegen. Bam! Aber weißt du was, liebe Kandidatin? Jetzt, wenn es nachher ins Recall geht, wäre nochmal ein guter Moment, der Jury nochmal ein Kompliment zu machen, weißt du? Dann kriegst du nämlich so einen positiven Gesamteindruck und vielleicht merken sie sich das fürs nächste Mal. Also raus damit. Ihr schaut voll gut aus. Weißt du, wie ihr ausschaut? Kennst du diese Wachspuppen, diese Wachsleute? Ja, so schaut sie aus. Man will euch so, aber nur mit den einen kleinen Fingern, nur so kurz berührt. Tolles Kompliment. Erinnert mich daran, ich war ja mal Lehrer. Und es gab mal am Ende eines Schuljahrs von einer ersten Klasse so liebe Komplimente. Das heißt, die haben Bilder gemalt und für jeden Lehrer stand da was Liebes drauf. Und ich habe von den meisten Kindern auch liebe Sätze bekommen, außer von einem. Das hat geschrieben, ich mag dich, weil du nicht so hübsch bist. Danke dafür an dieser Stelle, Emily. Ich leide immer noch. Aber damit bin ich in guter Gesellschaft, denn jetzt müssen wir alle leiden. Der nächste Kandidat ist ein ganz besonderer. Ich weiß, dass ich gewinnen kann. Mein Ziel ist es, die Konkurrenz auszuschalten. Ich will jetzt Superstar werden. 100%. Ich werde die richtigen Mittel, die ich besitze, einsetzen, um die Jury genau davon zu überzeugen. Ich bin mega gespannt und irgendwie hatte das schon sowas Okkultes und irgendwie Besonderes. Also, wer bist du denn und wie funktionieren deine Schwingungen genau, während ich immer weiter diese bescheuerte Bewegung mache? Ich bin Florian, ja? Teuke, 26, aus Berlin. Man kennt mich als Deutschlands jüngster Hellseher und durch meine diversen Schönheitsoperationen, die ich schon habe durchführen lassen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll, aber ich finde, die Schönheitsoperation sieht man nicht so gut und Hellseher finde ich immer so ein kleines bisschen komisch. Man muss Florian aber zugutehalten, er macht das schon sehr lange, aber dazu muss ich gleich ganz dringend mal was sagen. Ich mache das jetzt schon 13 Jahre, also ich habe mit 13 Jahren angefangen, Menschen zu beraten mit meiner hellseherischen Fähigkeit.
Ich höre nicht nur Stimmen, ich sehe auch Bilder und Videos vom geistigen Auge. Das sind die Informationen, die ich von oben aus der geistigen Welt bekomme. Welcher Mensch auf diesem Planeten geht denn zu einem 13-jährigen Hellseher und fragt ihn denn sowas wie, oh, 13-jähriger Hellseher, der selber gerade erst in der Pubertät ist und wahrscheinlich zum ersten Mal abgespritzt hat, wie ist denn die Zukunft in meiner Liebe? Da kannst du ja wirklich ohne Witz besser einen Plüschhund-Hellseher fragen. Ich sehe, dass du jetzt die Gelegenheit nutzt, um dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ja, aber jetzt mal im Ernst, Florian, wie sieht denn meine Liebeszukunft aus? Ich sehe bei dir in der Zukunft nicht nur eine weibliche Person, die stabil bleibt. Gerade in den sexuellen und erotischen Energien kann man hier mehrere Personen sehen, wo es wirklich sehr erotisch und spritzig wird. Okay, jetzt glaube ich ihm doch. Nee, aber mal im Ernst. Wir müssen, glaube ich, auch noch mal ganz kurz über die Schönheitsoperationen reden. Für die er, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, 70 fucking 1000 Dollar ausgegeben hat. Keine Ahnung, er hat immer von Dollar gesprochen, so als würde er nicht in Deutschland leben. Und trotzdem hängt immer noch sein eines Lied. Großartig. Ich habe Silikonimplantate in den Brüsten, im Sixpack und im Bizeps. Ich habe auch die meisten Silikonimplantate in ganz Deutschland. Silikon im Bizeps. Das ist auch so das Traurigste, was man machen kann, oder? Weil der sieht doch trotzdem immer noch aus wie ein Lauch. Naja, dann hat er sich auch noch ausgezogen. Tut mir leid, ich kann auch nichts dafür. Und angefangen zu singen. Das war noch ein bisschen schlimmer als das Ausziehen. Da ist so viel, was ich an dir mag. Meine Kurven weich, deine Blicke scharf. Du bist viel zu süß, doch ich gebe nach. Okay, ich lasse das Juryurteil mal weg und fasse es in eigenen Worten zusammen. Also die Jury hat gesagt, seine Leistung war absolut katastrophal, genau wie sein Aussehen, seine Persönlichkeit und alles, was ihn als Mensch ausmacht. Und ich fand, da waren sie noch ein bisschen zu nett. Da bin ich jetzt schwer enttäuscht und da kann ich wirklich nur sagen, keine Empathie, kein Stil, kein Niveau und kein Anstand. Okay. Komisch. Das hat der Sia gar nicht kommen sehen. Ja, das ist so auch was, was ich bei Sian immer ein bisschen komisch finde, ne? Eigentlich müsste er das doch vorher gewusst haben. Naja. Eigentlich hätte ich jetzt allerdings auch bei der nächsten Kandidatin schon an der Vorstellung merken müssen, die schneidest du besser nicht rein, weil dann hast du ja zwei schlechte hintereinander. Aber leider bin ich auch kein Hellseher. Aber die Tapete ist schön. Ich bin die Ilonka. Uhu, ich entscheide mich stets für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Nee. Nee. Jo. Ja, Lunke hat auch eine etwas anstrengende Stimme, oder? Ja, die hat sie wirklich. Aber sie darf sich natürlich trotzdem weiter vorstellen. Denn eigentlich scheint sie wohl ein kleines Musikgenie zu sein. Sowas wie Mozart. Nur ein Scheiße. Ich singe unwahrscheinlich gern. Ich habe als Kind gesungen im Schulchor, Blockflötenunterricht, Kammerchor, Keyboardunterricht. Und der Lehrer meinte, wow, das kann nicht jeder. Du bist begabt für zu spielen und gleichzeitig zu singen. Also quasi Udo Jürgens. Ja, und ich weiß nicht, ob es daran liegt oder an dem Job, den sie vorher gemacht hat, aber dabei hat Ilonka sich wohl selber die Gehörzellen kaputt gemacht. Ist vielleicht auch ganz gut für sie. Also vielleicht ist das so eine Art Schutzmechanismus für ihr Gehirn gewesen. Hören tut sie jetzt jedenfalls nicht mehr so viel. Ich war 40 Jahre lang Vollzeiterzieherin. Hey. Und bin in der wohlverdienten Frührente. Spreche ich zu laut? Nein, alles gut. Nein, und irgendwie wäre es ja auch ganz cool, wenn sie laut singt, weil sie singt tatsächlich Zombie. Ich weiß auch nicht, wie sie drauf gekommen ist, dass das eine gute Idee ist. Falls ihre Familie daran beteiligt ist, bin ich dafür. Diese Familie kriegt keine Ohrentransplantate. Die muss jetzt ihr Leben lang mit Ilonkas Musik leben. Another head hangs slowly, child is slowly taken. Aber jeder von uns, der diesen Song kennt, weiß, gerade der Refrain ist was ganz Besonderes. Wartet, ich mache ihn einmal ganz kurz vor, damit ihr einen Anreiz habt, dass ich 500.000 Views auf dieses Video bekomme. Zombie! Zombie! Stop it! Get some help! Sie ist tatsächlich immer noch schlechter. Okay, also ihr wisst ja, ich war mal Grundschullehrer und als Grundschullehrer muss man auch lernen, Dinge, die objektiv betrachtet nicht besonders gut waren, trotzdem gut zu bewerten. Und in meiner Grundschullehrersprache würde ich sagen, Ilonka, du hast dich sehr bemüht, du hast sehr viel Energie in dein Projekt gesteckt und ich mochte insbesondere zwei Momente, den, als du noch nicht angefangen hattest und den, als es vorbei war. Dieter drückt es noch ein bisschen netter aus. Inszenierung, eine Eins, wie du das interpretiert hast, Eins.
Scheiße ist nur mit dem Gesang, du. Ja, bisschen schwach die Stimmbänder, ne? Bisschen schwach? Also ich weiß nicht so richtig, was ich zu dem Gesang sagen soll. Ja. Schrecklich. Einigen wir uns einfach auf schrecklich. Der nächste, der wird allerdings nicht so schrecklich, denn ich habe mir überlegt, wir brauchen noch einen richtig, richtig schönen Abschluss heute. Und das wird Luca der Löwe. Klingt doof, wird aber schön. Vergesst Simba, hier kommt der neue Löwenkönig. Hallo, ich bin der Luca Montante. Eigentlich der besser Montana, weißt du? Ich bin 22 Jahre alt und komme aus Hofheim am Taunus. Ich bin ein Löwe! Und auch wenn Luca vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirkt, irgendwie ist der total sympathisch. Seine Mama ist dabei, die ist auch total sympathisch. Zusammen sind die beiden dann super total sympathisch. Und das müssen sie letztlich auch, denn er ist ohne Papa groß geworden. Und ich sehe das jetzt ja erst, ne? Die haben da im Castingraum Brezeln. Ja, jetzt muss ich wirklich Superstar werden. Als ich meine Eltern getrennt haben, war ich 7 Jahre alt. Und ich habe am Anfang gefragt, ey Mama, wann kommt Papa wieder? Ich erinnere mich noch ganz genau. Und die hat gesagt, Papa kommt nicht wieder. Und dann habe ich richtig angefangen zu heulen. Es war richtig hart für mich. Aber sein Leben lang hat er sich dann trotzdem dafür entschieden, er möchte auch mal Superstar werden. Und er hat es schon sehr oft probiert und er ist sehr oft nicht mal zum eigentlichen Casting gekommen. Oh mein Gott, das bedeutet, Luca ist eigentlich total schlecht im Singen, oder? Ich habe mich so oft beworben, so oft, dass ich gar nicht mehr mitziehen kann. Ich schwör's euch. Ich will unbedingt vor die Jury. Ich will zeigen, dass ich's drauf hab. Weil ich weiß, dass ich's drauf hab. Ich bin ein Löwe! Bäm, und ich bin ein Onion Dog. Irgendwie bringt das gar nichts, wenn man das schreit. Tatsächlich ist es aber so, dass Luca nicht nur vor der Jury singen möchte, sondern vor einem Jurymitglied ganz besonders. Und zwar vor Pietro Lombardi. Denn Pietro Lombardi ist, wenn man so möchte, sein absolutes Idol. Und das ist doch irgendwie schön. Pietro Lombardi hat mich geprägt und ich hoffe, Luca Montante prägt euch jetzt auch. Ich kann das auch. Ich kann das auch und deswegen bin ich hier. Kommt der Löwe? Ey, Löwe! Der kommt jetzt bestimmt mit Krieg der Löwe-Outfit. Was, der Löwe? Ah! Ja, jawollo! Und ich bin ehrlich, als ich das Ganze bis hierhin gehört habe, dachte ich wirklich, oh Gott, der kann doch jetzt bestimmt nicht singen, sonst wäre der doch nie am Anfang durchs Casting gekommen. Und dann gab es für mich den sehr schönsten Moment in dieser Folge und nochmal ganz, ganz viel Gänsehaut. Danke, Luca. I wanna take you somewhere, say no I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils in a pretty string, but they won't flower like they did last spring. Richtig schön. Und auch vielleicht gar nicht unbedingt die Musik, mit der ich jetzt bei ihm gerechnet hätte, aber irgendwie macht es das immer noch cooler. Ich finde, wenn so Leute, die auf den ersten Blick gar nicht in so eine Musikrichtung passen, das performen, dann finde ich es noch geiler. Und ich wünsche mir jetzt schon, dass Luca vielleicht zumindest bis zum Auslandsrecall kommt. Haben wir dieses Jahr eigentlich einen Auslandsrecall? Ach, wir haben bestimmt einen Auslandsrecall. On another love, another love. Oh, my tears have been used on. Ich fand ihn so, so toll und bitte, liebe Jury, seht das jetzt genauso. Vor allen Dingen Dieter, der ist ja manchmal ein bisschen unberechenbar. In diesem Falle möchte ich aber, dass eine sehr einfach zu berechnende Gleichung ist. Irgendwie A plus B ist 2 oder so. Das war überraschend gut, muss ja. Ich dir ja, ganz ehrlich sagen. Du hast gut gebrüllt. Danke. Ja, an dieser hier Gesichtsakrobatik musst du noch ein bisschen arbeiten. Es klang so ein bisschen so, als wenn dir irgendwas quer sitzt da. Hast du prima gemacht, Kompliment. Hat er wirklich. Und dann bekam er das, worauf er, glaube ich, am meisten gehofft hat, nämlich ein ganz besonderes und emotionales Lob von Pietro Lombardi. Und das mag ich an Pietro und das mag ich auch an DSDS, dass manchmal einfach Menschen dann noch in besonderer Weise bestärkt werden. Ah, schöne Staffel. An mich hat niemand geglaubt, genau wie an dich. Es ist die gleiche Geschichte. Ich war beim Casting, jeder hat mich nach Hause geschickt. Ich bin nach Hause gekommen. Ich habe mich geschämt, zu Hause zu sagen, ey, ich bin das fünfte Mal jetzt nicht weitergekommen. Und irgendwann bin ich hingegangen und mein Kämpfer jetzt hat mich nie im Stich gelassen. Ich hatte das Bauchgefühl, auch wenn keiner an mich glaubt, gibt es vielleicht den einen, der an mich glauben wird. Und in dem Fall war das Dieter. Ich kenne dich nicht lange, aber ich bin so stolz auf deine Leistung. Danke. Wirklich, du bist ein ganz großer. Das ist er wirklich, deswegen hat er den Recall-Zettel bekommen und darf noch ein letztes Mal brüllen. Und ich mache mit, ich bin ein Onion Dog. Wenn man das hier so alleine vor der Kamera macht, ist ein bisschen unangenehm. Jawohl!
Ich bin ein Löwe, ich bin ein Kämpfer! Viel Spaß noch. Ja. Krass. Und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich darf euch leider nicht mehr zeigen. Da waren noch viele andere tolle Auditions. Da war noch ein junges Mädchen, das ganz toll gesungen hat. Ein Pfleger mit einer bewegenden Geschichte. Noch ein paar absolute Totalausfälle. Also ich sag's nochmal, ja, kann man sich tatsächlich auf RTL Plus auch in voller Länge anschauen. Oder hier natürlich bald die nächste Folge wieder auf meinem Kanal. Und die wird auch richtig gut. Mit einem richtig alten Kandidaten, Schocks und ganz viele Emotionen. Du bist wie alt? 81. Boah. Was? Ja, leider. Du hast, glaube ich, den größten Schmerz erlebt, den man erleben kann. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Potenzial in irgendjemand gesehen. Übertreib mal nicht. Hast mich voll erwischt. Das habe ich überhaupt noch nie so gut gehört. Danke. Ich bin mega gespannt und ich habe Bock drauf. Ich hoffe, du auch. Wenn das so sein sollte, würde ich mich jetzt noch sehr über den Daumen nach oben freuen. Worüber ich mich momentan auch immer noch sehr freue, ist, wenn du mal auf meinem Zweitkanal vorbeischaust. Da gibt es bald auch noch eine kleine Überraschung. Noch ganz, ganz viele weitere Videos von mir, genau wie hier auf dem Hauptkanal natürlich. Und damit habe ich jetzt alles gesagt. Und du musst das alles wieder tun, denn sonst zeigt dir Florian jetzt nochmal, wo er überall Silikonimplantate hat. Ich will das nicht.